Recht herzlich willkommen zur 84. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Der Dralo hat uns das auch geschrieben. Wir sollten nochmal hier, den Fokus da drauf setzen. Dann, den Fokus habe ich hier drauf gesetzt. Toll, wir müssen erstmal in der ganzen Geschichte rein, um das zu fliegen, ne? Und wir müssen den Orbit dann können wir setzen. Wir sind momentan auf Kollisionskurs. Passt alles soweit. Aber das kriegen wir gleich auch noch hin. So, da sind wir. Karte. Warte mal, rechtsklicken. Mundfokus, so. Dann hier auf Prorate ausrichten. Hat er ja schon gemacht. Und wir können gleich loslegen, bis wir hier den passenden Orbit gekriegt haben. So. Also ein bisschen größer wie das, was wir brauchen. Und dann ist schon alles okay eigentlich, ne? Lass mal gerade gucken. So, wir haben noch einen anderen. Okay, dann lass mal noch einen Tacken größer machen. So, wir werden hier einsteigen nachher. Nee. Ja, doch, wir werden bis da, Moon Encounter, kommen. Dann kommen wir hier hin. Und dann fliegen wir da rum, meine ich, oder? Und wenn wir auf dieser Bahn sind, dann haben wir kein Problem mehr, dahin zu kommen, oder? Haben wir jetzt irgendwo noch ein Ding sitzen? Wie heißt es? So ein X? Ne, ich glaube nicht, ne? Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wir müssen erstmal in dieser Richtung los. Ich denke mal, wir müssen jetzt auch vor. Bis wir dann in den Bereich da kommen, wo er uns einfängt. Und dann passt das gleich schon. Noch ein schneller. So. So, jetzt müsste sich ja unsere Ansicht ändern. Ja, und das ist der Moon Escape, genau. Und jetzt müssten wir bis hier hin da ein Manöver machen. Ja, das war jetzt voll der falsche Weg. Warte mal, dann machen wir den lieber wieder weg und machen den nochmal. Ein Manöver. Das weg. Ich muss hier ein Manöver adden. Oder bin ich jetzt irgendwie falsch unterwegs? So, Add-Manöver. Halt, wo ist denn der? Ach, da ist der. Das verstehe ich jetzt nicht, aber ist auch nicht so schlimm, ne? Da geht nichts, oder doch? Mach das mal weg. Wir fliegen doch zurzeit auf dieser Bahn, oder? Moon set as target. Haben wir. Dann möchte ich hier gerne auf dieser Bahn, die wir hier fliegen, ein Manöver machen. Und dann bekomme ich eine ganz andere Ansicht hier. Keine Ahnung warum. So. Das ist jetzt nicht das, was ich machen möchte, oder? Das geht nicht. Das geht auch irgendwie nicht. Da kann ich die Bahn kippen. Ich bin jetzt auf dieser Flugbahn. Das ist jetzt verwirrend.
Wenn ich jetzt Retrograde ausrichte, ne? Sag mal. Wenn ich jetzt hier umschalte, ne? Dann macht er das auch nicht, ne, oder? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Wir sind erstmal zu schnell, deswegen geht schon mal gar nichts wieder. Alles klar. Gut, okay. Add-Manöver, das war ja trotzdem noch okay, ne? Mach das mal weg. Das auch. Irgendwo sind hier zu viele Marker oder so. Keine Ahnung. Da ist auch noch einer. So, da ist das Manöver, was ich haben möchte. Glaube ich. Jetzt möchte ich gerne da rum. Genau so ist es. Jetzt funktioniert das auch. Jetzt müsste ich noch die ganze Geschichte ein bisschen kippen. War an der falschen Stelle gekippt. Tja. Ich glaube, das müsste da passieren, wenn, ne? Machen wir den erstmal nochmal weg. Wir brennen erstmal nur in Orbit. Aber der ist gerade nicht da, ideal, oder? Ich muss bis hierhin vor. Warp hier. Gut. Und dann muss ich den Orbit machen. So. Das ist schon mal etwas. Und dann müssen wir den Punkt finden, wo wir die Bahn mit ihm kreuzen, so ungefähr. Und da, das ist hier in diesem Bereich, ne? So, Add-Manöver. Und dann so. Schon mal so. Und dann müssen wir noch kleiner werden. Okay, jetzt haben wir den wieder aus Versehen ausgemacht. Dann müssen wir noch ein bisschen so machen. Okay. Kleiner werden. So sieht es doch ganz gut erstmal aus, oder? Den Rest machen wir dann, wenn wir näher sind. Wohl. Ein bisschen können wir hier noch machen. So. Sind wir ein bisschen größer wie er. Wir sind aber auch schon in der Nähe. So. Jetzt richten wir mal aus. Achso, ich muss hier wieder ausmachen, ne? Sonst macht der das wieder, ne? So, da sind wir passend. Wir haben 8 Minuten Zeit. Wir müssen 164 dann brennen. Dann würde ich jetzt sagen, ein bisschen weiter die Zeit laufen lassen. Bis wir an dem passenden Punkt sind. 4 Minuten. 3 Minuten. 2 Minuten. 1 Minute. Wir machen mal langsamer. Sonst verpassen wir das gleich noch. So, Sekunden laufen.
und sollten dann eigentlich gleich einfach nur ein bisschen brennen. Na, oder? Das ist nicht viel, 164. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Zeit dann ist zum Brennen. Aber ich sag mal, wenn wir bei 10 anfangen, ist das wahrscheinlich runtergebrannt, oder? 10, weniger sogar. Gucken wir mal jetzt. Ja. Kommt schon hin. Und stopp. So, dann haben wir schon den Orbit in der Nähe von dem Kollegen, ne? Und wir sind gar nicht mal so schlecht jetzt hier, weil, ne? Wir müssen jetzt vielleicht nur noch gerade mal den Fokus ändern, ne? Ich muss da mal gucken, dass ich nicht den Mund im Angebot habe, sondern jetzt die Kapsel. Nee, das ist er. Oh, deswegen. Set is target. Okay, wir sind ja ziemlich nah dran. Das ist ja schon mal richtig gut. Das ist 06. Da müssen wir ein Manöver da setzen. Und das ändern. Na, das war jetzt doof. Komm, machen wir da hinten. Ist alles gut. Stopp, das war zu viel. Oh. Nein. Dieses Manöver ist jetzt da. Lass ihn, wenn nicht dahin. Mach das nochmal. Weg. Immer näher ran. So, nochmal ein Manöver gesetzt. So. Hallo? So, jetzt habe ich das angezeigt. Jetzt hier hin und das ändern, ne? Gut, 4, 3, 2, 1, 0. Das war jetzt falsch. Lass es so. Gut. Das wäre schon mal nicht verkehrt. So, wir nehmen gerade Abstand von ihm. Seine Bahn ist die... Keine Ahnung. Das sind... Nee, das sind wir nicht, sondern das ist er. Wir sind also zu schnell. Das bedeutet, wir müssen langsamer werden, ne, oder? Ja, die Entfernung wird größer. Aber ich werde jetzt erst das hier machen, diese Korrektur. So. Ein bisschen vorspulen. Aber ich kann ja auch Warp hier machen, ne? Warp zum nächsten Manöver. Passt schon. So, dann müssen wir ganz kurz einmal Gas geben und nicht mehr. Ausgerichtet ist es. Sollte funktionieren, oder? 4,8 Sekunden ist fast nix. Wir müssen jetzt gerade das Triebwerk ändern, machen wir aber beim nächsten Mal nicht jetzt. Wir haben jetzt zu viel Schub da drauf noch. Obwohl es sind ein paar Sekunden sind das ja noch. Prozent oder sowas. Lass 25% sein. Gut. Und ausgerichtet sind wir noch? Ja. 14 Sekunden haben wir. Müssen wir gleich den Schub einmal machen und dann ist gut.
Okay, 5 können wir schon loslegen. Und stopp. Passt. Okay, das Manöver kann dann weg. So. Sind wir irgendwie noch zu schnell? Nein, sind wir nicht. Ich habe nur die falschen Tasten gedrückt. So, wir nehmen immer noch Abstand, ne, zum Ziel. Zu viel. Das heißt, er ist auf der Außenbahn, wir sind auf der Innenbahn. Aber da gehen wir auf die Außenbahn. Das bedeutet eigentlich, dass wir gleich wieder näher kommen werden, oder? Zurzeit wächst der Abstand noch, ne? Ja. Lass mal gerade schneller laufen. Dass wir die Bahn wechseln. Das muss ja hier sein. So, da wird es jetzt noch größer. Jetzt müssten wir aber gleich die Geschichte umdrehen. 400, 500. 700. Achso, noch nicht, weil er vielleicht noch neben dem Punkt rum ist, ne? 60.000. Ja. Jetzt wird das Steigen kleiner, glaube ich. Ist das so? Ja, es ist so. Gut, dann warten wir mal ab, bis wir hier irgendwo sind. Ab hier. Dann kommen wir näher wieder ran, oder? 57.000, genau. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, der Weg. Sollte funktionieren. Gut, das ist... Ja. Das ist jetzt die Entfernung, ne? Wir müssen hier gleich korrigieren, indem wir definitiv noch kleiner werden, damit wir wieder näher rankommen. Ja. Das bedeutet, so sieht das ja gut aus, ne? Ja. Da machen wir mal ein Manöver hin. Dieses Manöver sollte uns da wieder voranbringen, glaube. Vor ihm. So. Oder? Nee, warte, da sind wir schon zu weit vorne. Quatsch. Wir sind außen. Er ist also schneller vorbei. Das heißt, wir müssen da innen. Wir müssen schneller werden. So. Ich tippe mal, dass es so ungefähr sein muss. Und dann müssen wir da den nächsten Punkt machen, oder? Auf der anderen Seite ist es eigentlich egal, wir können sofort brennen. Wir brauchen das eigentlich nicht da machen, oder? Wir wollen verringern den Orbit, das heißt kleiner werden. Das heißt, wenn wir jetzt hier brennen, müsste das eigentlich so passieren, oder? Nee, tut's nicht. Andersrum ausrichten. Gut. Ah, das ist hier nicht der ideale Punkt. Mal ab zum nächsten Manöver. Das ist schon da besser zu machen. So. Einfach jetzt mal beschleunigen. So, ich lasse es mal so. Wir fallen jetzt blöderweise noch weiter zurück. Müssen es dann nachher da aufholen. Ja, gut. Werden wir noch hinkriegen.
Ne, das war Rechtsklick weg. Und da Manöver dazu machen. Ups, viel zu viel. Jetzt mal ein bisschen besser so machen. Also das hier, Interception. Ja, ich glaube, so ist gar nicht mal so schlecht, oder? Steht da irgendwas? Ja, gut, okay, aber da die Folge schon wieder fortgeschritten ist, ich glaube, das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Dann in der nächsten Runde da korrigieren und dann schauen, dass wir das gleichziehen. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.